Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße Sie recht herzlich hier zu unserem Webinar heute: Daytrading von US-Indizes und dabei sich die Plattform ProRealTime anzuschauen. Heute mit einem Gast, da wo ich mich sehr, sehr freue, uns hier Einsichten zu geben. Wim Liefens, einen schönen Tag oder wir sprechen ja auch gerne Hallo, Niederländisch, guten Flämisch. Abend, Guten hallo. Abend und danke, weil dass ihr vandaag mit uns bent. Freut mich, danke. Sehr cool. Ich wollte kurz mal organisatorisch fragen. Bitte noch mal kurz Feedback mit der Hilfe der Chatfunktion geben. Hört man mich klar und deutlich? Sieht man mich und Wim auch hören und sehen? Wenn wir da noch mal ein Feedback kriegen würden, würden wir uns sehr freuen. Und die Chatfunktion können Sie natürlich auch im weiteren Verlauf nutzen. Wenn Sie Fragen haben während des Webinars, während des Vortrags und den Realtime-Darstellungen von Wim, werde ich mich immer um die Chatfunktion kümmern, Fragen nochmal beachten und managen, sodass der Wim später die dann auch beantworten kann, beziehungsweise ich auch. In diesem Sinne würde ich sagen, gebe ich das Wort an Wim, um ihm die vollste Aufmerksamkeit zu geben, werde ich meine Kamera ausschalten und nur wenn ich in den Zeiträumen, wo ich wieder was sage oder eine Frage kommt, dann bringe ich mich wieder mit rein. Gut. Dann, Wim, gebe ich das Wort an Hey, dich. danke, Sarah. Okay, so, ja, meine liebe Damen und Herren, freut mich immer, dass ja so viele Leute dabei sind. Ich bin Wim Liefens. Bin Belgier, wohne ungefähr 30 Kilometer entfernt von Brüssel. Und ja, heute reden wir da mal über Daytrading auf ProRealTime. Für all meine Fehler auf Deutsch, ich entschuldige mich. Es wird nicht mehr besser, aber ich versuche es noch immer. Okay, wenn ihr Fragen habt, bitte nur Fragen. Salah kann mich immer unterbrechen und dann ja, beantworte ich das. Ich komme direkt zur Sache. Ich sage euch, worauf ich achte: meine Struktur, meine Analyse, meine Orientierung. Zweitens natürlich, wie handle ich Daytrading? Und ihr werdet sehen, das ist nicht mit Zeitkerzen, das ist alles basiert auf Bewegung und Volatilität. Und dann, ich tue das mit zwei Tools, die es auch in ProRealTime gibt, schon verschiedene Jahre. Das sind meine WL-Bars und das Super 5-System. Und das zeige ich euch dann gerne mal auf ProRealTime. Okay, so, geht's los hier, so, da. Und natürlich Risikohinweis, das kennt ihr alle. Und das zeige ich euch gerne. Finde es auch sehr wichtig. Und wenn ihr darüber Fragen habt, und ich meine das auch ehrlich, bitte kommt auf mich zu oder auf IG zu und dann beantworten wir Ihre Fragen gerne. Ja, so, Philosophie. Ich liebe Sachen, die strukturiert sind. Ich kann nicht sagen einfach, weil einfach ist Trading nicht, aber keep it simple. Man muss es nicht noch komplizierter machen. Für mich, Preis und Volumen sind der Schlüssel. Ja, das kommt erst und dann alles andere. Und dann, um erfolgreich zu sein im Trading, 20% ist Analyse und Strategie. Ja, nur 20%. 30% ist Money Management und 50% ist hier. Das wissen die meisten. Und dann, wie bei alles im Leben, Übung, Übung, Übung. Viele Leute sind immer beschäftigt mit Trading, und die sagen, ich brauche eine gute Strategie. Und ich verstehe das, ja, das ist wichtig. Aber eigentlich braucht man ein System, man braucht irgendwo ein Denkwerk, ein Regelwerk. Und hier, für mich ist das Orientierung. Wo bin ich? Ja, wo ist der Markt? Nicht, wo bin ich? Wo ist der Markt? Analyse. Ja, gibt es da, bin ich in eine Trendbewegung? Bin ich in eine Seitwärtsbewegung? Sehe ich Akkumulation, Distribution? Es gibt viele Sachen, aber
Ich mache da eine Analyse. Dann einmal, dass die Orientierung und die Analyse, ich würde mal sagen, ja, günstig ist oder ich irgendwo vielleicht einen Vorteil habe, dann kann ich eine Strategie aus meiner Tasche holen und sagen, aha, wenn jetzt die oder die oder die Bewegung vorbeikommt, dann handle ich. Einmal, dass ich dann eingestiegen bin, kommt das Money Management. Da hat man verschiedene Möglichkeiten, ne? Aber das ist auch nur Ausführung. Und dann, heute habe ich nicht viel Zeit, um darüber zu reden, vielleicht mache ich das mal in der Zukunft. Dann kommt etwas daraus, das sehr wichtig ist. Und das ist das Trading-Geschäftsmodell oder was mein System oder jemand sein System echt bringt. Was ist die Trefferquote? Was ist das Risiko? Durchschnittlicher Gewinn, durchschnittlicher Verlust, Expected Value. Dass, wenn die Frage kommt, hey, das System, was bringt das jetzt? Dass man da auch eine vernünftige Antwort geben kann. Ja, weil anders bleibt es alles, ja, loose, soft. Und man muss es früher oder später echt auf den Punkt bringen. Diese Kombination, es gibt natürlich sehr viele Sachen, die man tun kann, bringt dann irgendwo ein Geschäftsmodell. Und dann hat man ein Geschäft. Ja, und darum geht's. Und okay, ich mache hier nochmal weiter. Gut, erstes Orientierung. Was man verstehen muss, ist, dass der Markt funktioniert nicht, weil wir viel traden, aber weil da viele Profis sind, die riesen Volumen handeln. Die brauchen Volumen. Wir brauchen eigentlich, was wir wollen schöne Bewegungen haben. Okay, das ist wunderbar. Aber das Punkt ist, viele Leute achten auf Zeit. Zeiteinheiten, Zeitbars, 5 Minuten, 60 Minuten und so weiter. Und schauen sich auch Volumen an, vertikal. Die sagen, ah, hier bewegt es. Und schau mal, hier das Volumen geht nach oben. Ich habe an sich nichts dagegen. Aber Preise sind nicht identisch. Desto mehr Volumen an ein bestimmtes Preisniveau gehandelt wird, desto wichtiger ist der Preis. Weil da haben viele Käufer und Verkäufer sind sich einig und wird viel gehandelt. Das ist für die Profis wunderbar, weil die können viele Geschäfte machen. Die haben riesige Mengen, die die verkaufen und kaufen müssen und so weiter. Und da haben sie das Volumen, um das zu tun. Für uns ist es oft nicht gut. Warum? Weil der Markt da ziemlich stabil ist und wir können eigentlich nur vernünftig Geld verdienen im Daytrading, wenn die Sache sich bewegt. Das bedeutet, wenn ich sehe, dass ich an einer Stelle bin, wo der Markt, ich würde mal sagen, viel gehandelt hat in die letzten Tage oder heute, dann sind die Bedingungen für mich schon nicht so gut. Wenn der Markt aber entfernt ist oder sich da befindet, wo das nicht der Fall ist, dann sage ich, aha, und ich sehe den Anfang von einer Bewegung zurück nach das Volumen, dann wird es für mich viel interessanter, um zu handeln. Was ihr hier seht eigentlich ist die Marktorientierung und ich zeige euch das später auf die Plattform ProRealTime. Eigentlich alles, was ich sehen will, hat nichts mit Zeiteinheiten zu tun. Ich weiß, dass viele Leute sagen, 60 Minuten und 30 Minuten oder 4 Stunden, wenn es Forex ist und so weiter, ist alles schön. Ich habe nichts dagegen. Aber was mich interessiert, sind die Preisniveaus. Vortageshoch, Vortagestief, Pivot-Level, VWAP und Volume Profile oder Time Price Opportunities, wenn es über CFD und Forex geht. Warum?
weil es zeigt mir, wo die wichtigen Zonen sind. Ja. Und das ist, ich denke, etwas, das man verstehen muss. Weil es beantwortet nicht die Frage, wo geht der Markt hin, weil das weiß ich nicht. Echt nicht. Aber die erste Sache, die ich verstehen kann, ist, wo bin ich jetzt und soll ich jetzt überhaupt handeln, ja oder nein? Und wenn ja, in welcher Richtung? Das bedeutet noch nicht, dass der Markt dann bewegt, aber wenn es langsam losgeht in eine bestimmte Richtung, dann verstehe ich, okay, hier war ein Preisniveau, es geht jetzt nach das nächste Preisniveau. Und Volume Profile für die, die es nicht kennen, es ist eigentlich, mal sehen, welche Farbe das ist, gelb, nehme ich mal eine andere Farbe, schwarz, das ist besser. Ihr seht hier das Blaue hier, so da und da, das ist die Zone, wo 70% von das Volumen gehandelt wird. Und man hat, das ist die Value Area. Und dann hat man hier das Hoch und das Tief von die Value Area. Und dann hat man auch noch so hier eine Linie. Das ist dann das Preisniveau, wo am meisten gehandelt worden ist. Das will ich unbedingt wissen. Ja. Und wenn man sieht natürlich, dass man sich an dieser Stelle befindet, den nächsten Tag, dann will ich nicht handeln. Wenn ich davon entfernt bin und ich sehe, dass es zurück auf der Suche geht nach Volumen, weil das ist, was passiert, ja, oder es entfernt sich von das Volumen, dann verstehe ich, okay, es entfernt sich von dieses Niveau, geht nach das nächste Niveau, dann handle ich. Das ist der erste Schritt. Ich will verstehen, wo ich bin. Ich zeige euch das später auf ProHealth. Okay, das ist das erste. Moment, ich mache mir mal sauber. So, so. Ah, noch etwas. Die Folien gerne haben, nur über meine Website MyTradeGlass fragen und ihr bekommt die Folien. Kein Problem. Sehr so. Gut, Wim. Das war nämlich eine Frage und die hast du beantwortet. Und ich wollte auch noch mal hinzu erwähnen, wir nehmen dieses Webinar auf. Das heißt, im Nachgang können Sie auch in Ruhe sich das nochmal zu Gemüte ziehen, werden dann morgen nochmal eine E-Mail bekommen für die Aufzeichnung. Gut. So, hier. Jetzt Chart-Analyse. Und da habe ich so ein bestimmtes Regelwerk entwickelt. Was ist eigentlich Trading und was ist Orientierung und was ist Analyse? Das ist eigentlich eine Checkliste im Kopf. Nicht, dass man vor einem Chart sitzt und sagt, oh, ich muss jetzt handeln und das bewegt sich. Nein, es ist ein Regelwerk, worauf achte ich erst? Und dann was? Und dann was? Und wann handle ich nicht? Und wann handle ich? Das ist echt eine Checkliste. Trading ist Ausführung, ist Tun. Ja? Hier, ihr habt zum Beispiel Trendkanale. Dann sieht man Exzess- oder Exit-Preise. Fair-Value-Zonen, wo der Markt in der Seitwärtsphase ist. Kontrollpreise. Viele Leute kennen das nicht. Kontrollpreis ist eigentlich da, wenn man unter die Kontrollpreise ist, wenn der Markt nach oben geht, dann kann man eigentlich sagen, dass man billig kauft. Die Profis lieben es, um da zu kaufen. Wenn der Chef am Ende des Tages fragt, hey, wo hast du gekauft? Dann kann er sagen, hey, schau mal, hier ist der Trendkanal, da ist der Kontrollpreis, ich habe da gekauft. Ja. Wenn es schon zu weit gelaufen ist, und das ist, was viele Trader oft tun, wenn bestimmte Indikatoren, Trendindikatoren, alle auf grün stehen, ist zu kaufen. Und das funktioniert nicht immer. Aber das ist für ein anderes Mal. Aber Chartanalyse ist so ein Regelwerk und auch, ich verspreche euch, in Zukunft werde ich noch viel darüber reden, aber heute geht es echt über Daytrading, US-Indizes, Volatilität und so weiter. Dann
Trend oder kein Trend. Und ja, es ist immer nachher sehr einfach, um das zu sehen. Ah, für einen Trend oder da, Seitwärtsphase und so weiter. Ja, Trendphase, was ist das? Höheres Hoch, höheres Tief, umgekehrt. Ihr seht das hier. Das ist wunderbar. Ja. In diese Bedingungen schaffen die meisten Trader es, Geld zu verdienen. Das Problem ist, diese Bedingungen gibt es nur 30-35% von der Zeit. Alles andere haben wir das. Und hier gibt man dann alles zurück, was man eigentlich in die Trendphasen verdient hat. Und das ist natürlich schön, aber das bringt mir nichts. Warum? Weil wenn ich das hier sehe, ist es schon viel zu spät. Ich habe hier gekauft, ich habe hier verkauft, hier nochmal gekauft. Aha, hier habe ich schon 4 oder 5 Mal verloren. Das bringt nichts. Das bedeutet, ich muss es viel schneller sehen. Und wie mache ich das? Sehr einfach, ein sehr einfacher Trick. Ja. Man nutzt zum Beispiel, ich habe auch andere Tools davor, aber hier gebe ich euch etwas, das könnt ihr immer benutzen. Wenn wir sagen, diese schwarze Linie hier ist die EMA, Exponential Moving Average 20. Und ja, in einem Trendmarkt, was macht der Markt? Der geht nach oben, kommt mal zurück, nach dieser Linie, ein bisschen runter vielleicht, dann nochmal nach oben. Und dann sind wir in der Trendphase. Und das ist alles schön. Bis auf einmal macht er so etwas. Das bedeutet, dass diesen Abstand und diesen Abstand unter die Linie ungefähr gleich ist. An dieser Stelle, und merkt euch das, an dieser Stelle gehe ich davon aus, dass der Trend vorbei ist. Und jetzt kann alles passieren. Ne? Der Markt kann hier seitwärts bleiben. Er kann dann mal neu anfangen mit höhere Hochs, höhere Tiefs oder umgekehrt nach unten. Das kann alles. Aber da hört es auf. Nicht traden. Und das Problem ist nicht mit Trading, dass wir keine guten Trades machen. Aber das Problem ist, dass wir oft zu viele schlechte Trades machen oder traden, wenn die Bedingungen nicht da sind. Wenn die Orientierung nicht gut ist. Wenn die Analyse nicht stimmt. Und wenn wir zum Beispiel nicht mehr in einer Trendphase sind oder eine Bewegungsphase, in der Seitwärtsphase. Und es ist viel, viel schwieriger, um da Geld zu verdienen. Ja. Und das mal zu erkennen, ist schon mal ganz, ganz wichtig. Okay. Geht es weiter hier und hier habe ich das dann so eingezeichnet, das 20 EMA. Okay. Analyse, Fahrplan, darüber kann ich schon mal 3 oder 4 Stunden sprechen. Ich kann euch da nicht da durchnehmen. Es ist eigentlich nicht das Thema von heute, aber in die Zukunft kommen wir sicher nochmal darauf. Dann ja, kommen wir zur Sache. Die Strategien. Und es gibt tausende und tausende und tausende Strategien und man, ja, was normal ist, die meisten Leute sehen auch irgendwo nicht mehr die Struktur, weil in all dieser Strategien stecken viele gute Sachen. Aber ja, irgendwo, ja, welche muss man dann nehmen und so weiter und wie mache ich das? Und ich will jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen und mal zu zeigen, was kann ein Preis eigentlich so alles machen? Welche Bewegungen gibt es? Und hier stehen sie. Trendkorrekturen, das ist eins. Breakouts, kennt ihr alle? Nummer 2. 3, Unterstützung, Widerstandstests. 4, Impuls oder Momentum,
Bewegungen, das sind sehr starke Bewegungen, und Trendumkehr. Schon das zu erkennen oder zu wissen, in welche Bewegung will ich handeln. Eigentlich sollte man nicht, ich denke auch, dass von allen Strategien, die es gibt, oder von sehr vielen Strategien, die es gibt, dass man eigentlich die meisten Strategien in eine von diesen fünf Kategorien runterbringen kann. Und das, was ich immer mit meinen Studenten, mit meiner Trainer tue, ist, dass eigentlich muss man sich früher oder später entscheiden, okay, ich will Korrekturen haben oder ich will Umkehrbewegungen haben oder ich will, alles zu handeln geht nicht. Es funktioniert nicht. Man muss sich da irgendwo entscheiden und sagen, ich will die oder das handeln. Ja? Und das kann man eigentlich auf einem einfachen Chart ohne Indikatoren erkennen. Okay? Die fünf Bewegungen. Okay. Jetzt, es gibt ein ganzes, ich habe das alles in das Super5-System programmiert, habe heute auch nicht sehr viel Zeit, um darüber zu reden. Nochmal Fragen, kommt auf mich zu oder mein YouTube-Kanal. Es steht alles kostenfrei darauf. Es dauert ungefähr, ich denke, 90 Minuten. Da wird das ganze System auch in Pro-Real-Time erklärt. Hallo, Wim. Ich glaube, Wim ist gerade weg. Ich höre ihn nicht. Es scheint wohl eingefroren zu sein. Aber wir sind ja Trader und flexibel. Das heißt, um die Zeit jetzt nicht zu verlieren, ich glaube, da tut sich was, würde ich sonst mal kurz den Bildschirm mit euch teilen. Okay, einen Moment. Gut, dann schalte ich mal ganz kurz rüber. Verzeihen Sie mir oder verzeiht mir, das kann natürlich mal so vorkommen. Technik, Technik, Technik. So, jetzt möchten wir mal den Bildschirm teilen. Come on. Gut, jetzt kurz nochmal Feedback geben. Kann man meinen Bildschirm sehen? Gut. Ja, super. Alles klar. Dann musste ich noch mal ganz kurz improvisieren. Also, schade, dass wir Wims Ideen jetzt erstmal nicht weiterverfolgen oder uns anschauen können. Nichtsdestotrotz sprechen wir ja heute überwiegend über Pro-Real-Time. Das war auch eigentlich die Idee, die jetzt dahinter steckte, anschließend dann auch in der Pro-Real-Time-Plattform zu zeigen, wie man damit handelt. Ich habe einen eigenen Indikator entwickelt, die Bumidi-Bänder, der exklusiv für IG-Kunden auch in der Pro-Real-Time-Plattform sich befindet. Auf den wollte ich heute gleich eigentlich auch eingehen und das tun wir dann. Zunächst, wer bei IG ein Konto hat, hat die Möglichkeit, neben dieser webbasierten Plattform, die wir hier sehen, mit natürlich unterschiedlichen Tools und Möglichkeiten, Indikatoren, Chartzeichnungen, ja, aber auch das Kundensentiment und andere Faktoren hier mit einzubeziehen. Ah, Wim, kannst du mich hören? Wir hören dich gerade nicht. Nein. Also wir sehen dich wieder, das ist gut, aber hören geht gerade nicht. Kannst du was sagen kurz?
Ja. Ah, Alles okay. okay, wunderbar. Dann, ich wollte schon übernehmen. Ich gebe dir jetzt kurz mal. Ich wohne hier in die Natur, 30 Kilometer entfernt von Brüssel, mit vielen Pferden. Wenn ein Pferd etwas Falsches tut, habe ich kein Internet mehr. Nein, ist nicht wahr. Das Internet ist wunderbar hier, aber okay. Hey, sorry. Es war hier. Mein Internet ist abgebrochen. Das kann mal Entschuldigung. passieren, wenn wir kennen das alle. Alles Ja. gut, absolut kein Thema. Ich hätte sonst auch, ich habe gesagt, wir sind ja Trader, sonst hätte ich übernommen, flexibel oder auch Ja, weitergemacht in Problem. okay. Wir waren hier, glaube ich, wir waren hier bei unserer Bewegungskerzen und so weiter. Und okay. Dreimal Zeit, Volumen oder Bewegung. Was ist eine Bewegungskerze? Ich zeige es euch sehr. Um das Prinzip, die Leute, die das nicht kennen, vielleicht kennen manche Range Bars oder absolute Spannekerzen oder so weiter. Ihr seht, wenn ich sage, ich will zum Beispiel Nasdaq sehen in 5 Punkte, dann stelle ich das so ein und dann bewegt der Nasdaq sich 5 Punkte. Wenn die Bewegung von 5 Punkte ja, fertig ist, dann beginnt die nächste. Das bedeutet eigentlich, dass so eine Kerze aufzubauen, kann sehr lange dauern, aber kann auch sehr schnell gehen. Und das bedeutet auch natürlich, dass wenn ich viel Bewegung habe, habe ich viele Kerzen. Wenn ich wenig Bewegung habe, habe ich fast keine Kerzen. Und das ist für mich natürlich das Wesentliche, das ist sehr wichtig, weil das Einzige, das mich interessiert, ist Bewegung. Weil ich kann nur Geld verdienen mit Bewegungen. Wenn der Markt da irgendwo rumliegt und er macht nichts, das bringt nichts. Ja. Und darum habe ich immer, und ich trade schon sehr lange mit absolute Spannerkerzen, habe damit angefangen, in 2010 und habe so immer damit weitergemacht. Und ich finde, das CFV ist natürlich besser, weil wenn man mit Zeitkerzen handelt, kann man sehr große Kerzen haben und sehr kleine. Und wenn man Einstieg macht, dann sagt man, okay, ja, wo geht der Stop hin jetzt? Und dann ist natürlich das Problem, wenn es eine große Kerze ist und man muss diesen Stop unter diese Kerze platzieren, dann sagt man, oh, das ist viel Geld. Wenn es natürlich, man sagt, nein, ich nehme 20 Punkte, weil das kann ich ertragen, dann ist das Problem natürlich, sind diese 20 Punkte vernünftig und das ist direkt verbunden mit die Volatilität. Weil wenn die Volatilität zu stark ist, dann ist 20 Punkte zu wenig. Wenn Volatilität sehr klein ist, dann ist 20 Punkte zu viel. Das bedeutet, Money Management und Stop Management soll eigentlich immer verbunden sein mit Volatilität. Und was sind absolute Spannekerzen oder WL-Bars? Das sind eigentlich Volatilitätskerzen. Ja, und damit handeln wir. Ja, und die haben wir auch in ProRealTime. Einstiege sind präzise und ich zeige euch das so hier. Moment, ach, muss das hier mal wegmachen. So, so. So, und hier nochmal. Zeitkerzen links, Volumen, absolute Spanne in die Mitte, Renko, das kennen die meisten, und dann Heikinashi. Alles wunderbar, sehr schön. Ich habe sehr lange damit rumprobiert und gespielt und alle diese Kerzen haben alle Vorteile, aber auch Nachteile. Und ich habe eigentlich die drei letzten Kerzen, absolute Spanne, Renko und Heikinashi,
zusammen programmiert in eine Kerze. Das ist eigentlich, und das sieht dann so aus, das sind die WL-Bars. Und die haben eigentlich, ja, WL-Bars kombinieren eigentlich die Struktur von Renko, die Bewegung von die Range-Bars und natürlich zeigen diese schöne, wie soll ich sagen, Trends von Heiki Nashi. Die überschneiden sich auch nicht in die Hälfte, Heiki Nashi das tut, aber ein Drittel. Ja. Es ist sehr schön und das sieht dann so aus. Man kann alle Farben, wie das auch so schön ist in Pro Real Time, Farben wechseln. Man kann es breit, man kann es einstellen, wie man will. Das ist visuell, aber es zeigt sehr deutlich Bewegungen. Und dann hat man noch das Konzept, nicht nur von die Kerzen, aber von Triaden. Was ist eine Triade? Triade ist eigentlich ja, eine Gruppe von drei Kerzen. Das sind drei Kerzen. Und sehr oft sind das mögliche Umkehrbewegungen. Und hier, was haben wir gemacht? Ich dann entwickelt, ich habe gesagt, okay, dann mache ich Triaden mit meiner WL-Bars. Und das ist dann natürlich für mich sehr interessant, um da mit zu handeln, um Einstiege präzise zu haben und natürlich, um Money Management besser zu tun. Weil warum ist Money Management mit Triaden wichtig? Weil was ist eigentlich eine Triade? Das ist, Markt bewegt sich in eine Richtung, macht dann eine Triade, um möglicherweise in eine andere Richtung zu gehen. Wenn das der Markt nicht gelingt und der dreht wieder weiter nach unten, dann hat man an dieser Stelle probiert, die Richtung zu wechseln. Es ist nicht gelungen. Und das ist natürlich dann ein sehr gutes Punkt, um seinen Stop nachzuziehen. Wir benutzen WL-Bars für Triaden für Einstiege und für Money Management. Und jetzt die Anatomie meiner Charts. Jetzt gehe ich, ich will die letzten 10 Minuten echt für Pro Real Time behalten. Ja. Und ich gehe dann hier, mache ich das mal zu und komme ich mal zur Sache. Und das ist schon mal ersten Chart. Vielleicht ganz kurz die Frage. Du hattest über den EMA 20 gesprochen, dann hast du auch mal so kurz eingezeichnet. Hier war die Frage, wenn EMA 20, in welcher Zeiteinheit? Das kann in jeder Zeiteinheit sein. Wenn man sagt, ich will eine Trenderkennung haben in 5 Minuten, dann ist es eher mal in 5 Minuten. Aber wenn man sagt, ich trade mit WL-Bars, dann ist es die EMA 20 mit WL-Bars. Es ist die Zeiteinheit oder die WL-Bar-Einheit, die man handelt. Ich muss noch, das ist 3/4 Stunde ist nicht viel, ich versuche noch viel zu sagen, aber Punkt ist hier, was seht ihr hier? Es sind eigentlich das Volumenprofil, das man hat pro Realtime, Pivotpunkte. Und ich habe das hier in 30 Minuten vorgestellt. Für mich, ich kann das hier in 5 Minuten vorstellen oder in 60 Minuten. Das macht nichts aus, weil das Einzige, das mich interessiert, sind die Preisniveaus. Und ich will euch das mal sehr schnell mit einem Beispiel zeigen. Zum Beispiel heute, oder was war es? Es war heute. Ja. Hat sich da auf einen bestimmten Augenblick, ich schaue natürlich das Volumen auch von gestern. Ja. Und hier hat man die Value Area und hier ist der Point of Control. Ja. Und dann, das ist hier auch VWAP, ist auch noch eine andere Geschichte, ist auch sehr wichtig. Aber lass mal sagen, bestimmte Weise kommt der Markt
ist hier zum Beispiel out of balance. Bei Markteröffnung hier war er out of balance. Das bedeutet, hier war das Volumen gestern. Da habe ich gesagt, ah, oh, schön. Dann geht er wahrscheinlich zurück. Fällt er zurück in die Stabilität von gestern. Und was macht er hier? Genau oben hier dieses Point of Control will er nicht, geht zurück und geht dann wieder hier durch die Value Area. Ab dieser Stelle, it's all long. Weil, wo geht er hin? Wo ist das nächste Volumen? Sorry, aber das liegt hier oben. Das bedeutet, da ist Potenzial. Wie weit er gehen wird und wie schnell, das weiß ich nicht. Aber ich kann nur versuchen zu verstehen, was da steht. Und was noch wichtiger ist, auch zu verstehen, wann habe ich keinen Vorteil und soll ich die Finger davon lassen. Ja. Das ist immer, was ich versuche zu erklären. Okay, das ist hier schon mal das. Mach das hier mal kleiner. So. Ja, ich muss hier ein bisschen Platz. Dann kommt noch etwas anderes. Kann ich zum Beispiel über Zeiteinheiten mal reden? Weil die Frage, die ich noch nicht bekommen habe, Salah, ist, Wim, du redest da über diese Bewegungsgrafen. Wie soll ich die dann eingeben? Wie groß muss die sein? Ich will Tesla handeln, Nasdaq handeln, Öl handeln, Gold handeln, Euro-Dollar handeln. Wie groß muss die Gärte sein? Darauf habe ich etwas sehr Einfaches gefunden. Punkt ist, lass uns mal sagen, jemand tradet gerne Öl. Und sag ja, ich trete gerne Öl auf, ich sag mal was, 30 Minuten. Dann nimmt man Ölchart von 30 Minuten, stellt da unten etwas ein, die ATR, Average True Range, auf 30 Minuten. Man stellt sich die Frage, wie viel bewegt Öl sich, zum Beispiel diese Zeit hier, wenn ich um 7, was ist die durchschnittliche Volatilität von Öl an dieser Zeit? Lass uns mal davon ausgehen, ich will es sehr einfach machen, dass es, ich sage mal was, 100 Ticks ist. Da habe ich zwei Möglichkeiten. Wenn ich es besser vorstellen will mit WL-Bars, dann stelle ich meine WL-Bars ein mit 100 Ticks. Aber wenn ich sage, ja, ich will eigentlich traden mit zwei korrelierter Charts. Und was machen viele Leute? Die traden zum Beispiel, die schauen sich 60 Minuten an und traden dann auf 10 Minuten oder 15 Minuten. Oder die schauen 5 Minuten an und traden dann auf eine Minute. Das bedeutet, diese Charts sind korreliert. Wie macht man das mit WL-Bars? Man nimmt diese 100 und nein, nicht durch 4 oder 5 teilen, wie es bei Zeitcharts ist. Das kann ich später mal erklären. Man teilt es durch 2,5 ungefähr. Das wäre in diesem Fall 40 Ticks. Und das wäre dann die Größe des WL-Bars, die korrekt korreliert ist mit diesen 30 Minuten. Für jeden Chart, jedes Instrument, mit dieser einfachen Einstellung kann man so sehr einfach die WL-Bars berechnen. Und man kann alle Instrumente auf alle Zeiteinheiten so berechnen und so treten. Okay? Gut. Moment. Ja. Hier habe ich ein Beispiel genommen.
auf zum Beispiel Nasdaq 5 Minuten. Wenn ich hier ATR runtersetzen, kann ich das berechnen. Das brauche ich nicht mehr zu tun. Ich zeige euch mal jetzt, wie WL-Bars aussehen. Moment, ich mache das hier mal kleiner. So, das geht dann auch mal weg. Und dann nehme ich das hier. Und so sehen die aus. Und die ERMAS kann ich einstellen, wie ich will. Ich habe in diesem Fall ERMA 20 genommen und ERMA 110. Das ist noch eine andere Geschichte. Aber man sieht dann hier, wie das aussieht. Das sind kleine Bewegungen, die man so handeln kann. Und ich habe hier auf dem Hintergrund dreht ein Chart von einer Minute. Und dann habe ich hier die ATR. Und dann kann ich eigentlich direkt einstellen, wie ich will. Das ist etwas sehr Schönes auf GoRealTime. Man kann eigentlich auf dem Hintergrund einen Zeitchart laufen lassen, direkt die ATR sehen und dann darauf die WL-Bars direkt einstellen, was eigentlich ein Riesenvorteil ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und wie macht man das? Das sind Tools, nochmals, steht auch alles auf YouTube. Hier, wenn ich hier WL-Bars sehe, oh, das steht jetzt hier, sieht man das, dass ich hier die Brick Size, und hier habe ich das eingegeben auf 50 Ticks, was im CF-Bereich 5 Punkte sind, und kann es breit, schmal und so weiter setzen. Und dann natürlich kann ich damit, Moment, mach das mal zu, natürlich schön handeln. Ihr seht doch diese schönen Bewegungen, wie sauber die sind, wie deutlich die sind. Und jetzt kommt natürlich die Sache, okay, Wim, wo steigst du ein? Zum Beispiel, ein Einstieg wäre gewesen, da wäre ein Einstieg gewesen, das ist ein Impulstrade, das ist ein Einstieg. Diesen Trade ist keiner, weil er berührt nicht. Hier ist auch kein Trade, weil er ist runtergefahren. Das ist ein Trade da, das ist ein guter Trade, das ist auch ein Impulstrade. Und hier bin ich wieder in eine Seitwärtsphase, weil er ist runtergefahren. Es ist ein sehr visuelles Ding. Ja. Und dann kommt natürlich, was ich früher gesagt habe, Trading 20% Analyse und Strategien. Und es gibt auch in das Super5-System, all diese Strategien sind da reingeprogrammiert. Das habe ich euch mit das hier gezeigt. Kleinen Augenblick für die, die es noch nicht ganz mitbekommen haben. Hier, Moment. Ich muss hier das ein bisschen rumstellen. Das hier, was ihr hier seht, diese Wolken und so weiter, das ist das Super5-System, das Kauf- und Verkaufssignale gibt. Aber okay, lass uns jetzt mal auf die WL-Bars bleiben. Was man verstehen muss ist, wenn ich hier einsteige, da, und ich nehme eine Triade, das ist, Ali, auf meinem Bildschirm ist es 1,5 Zentimeter. Ja? Aber ihr seht doch, was das CRV ist. Und da liegt eigentlich, denke ich, für Daytrader einen großen Vorteil, um mit solchen Kerzen zu handeln, weil was man riskiert, kleiner ist, dann was man gewinnen kann, ist natürlich nicht immer so. Und auch, wenn man dann in das Regelwerk, und da komme ich zurück zu meiner Präsentation, auch noch die Bedingungen und die Analyse korrekt macht, dann hat man ein System, das Geld bringt. So, noch Fragen? Ich kann hier vier Stunden, aber ich will nur einen Eindruck geben, um wie es aussieht und ja. Nee, so. Auf jeden Fall. Das ist ja gut und wir werden ja weitere Webinare dazu machen. Ich würde jetzt die letzten Minuten nochmal oder die letzten 10 Minuten nochmal zeigen, wie man bei IG Pro Realtime aktiviert. Wie man vielleicht auch noch Gummidi-Bänder, was sehr gut passt, denn Wim
arbeitet relativ ähnlich wie ich. Ich nutze, wie ich immer gesagt habe, Volumen, Preis, aber auch Volatilität. Dafür habe ich meinen eigenen Indikator, einen impliziten Volatilitätsindikator entwickelt. ATR ist eine historische Volatilität, absolut auch wichtig. Aber wir wollen natürlich auch, oder das war mein Ziel immer, wie, zu visualisieren, so wie du. Das ist immens wichtig fürs Trading. Und ich wollte die implizite Volatilität in einen Indikator fassen. Und das zeige ich jetzt gleich auch mal kurz. Aber Okay. vorher. Übernimmst du jetzt das Bildschirm, Salah? Ja, genau. Einen Moment. So. Wenn weitere Fragen anstehen, bitte scheuen Sie sich nicht. Stellen Sie ruhig Ihre Fragen. Ich muss nur jetzt mal rüber. Nee, das war jetzt falsch. So. Wie gesagt, bei IG haben wir die ganz gewöhnliche Handelsplattform. Sie ist mächtig. Pro Realtime bietet aber noch viel mehr Indikatoren, viel mehr Möglichkeiten an, die wir nutzen können. Wenn ich Pro Realtime aktivieren möchte, dann muss ich in meinem MyIG Fenster, also wenn ich jetzt mich einlogge bei IG, dann kommen wir ja immer auf unser Dashboard, auf MyIG. Und dann habe ich die Möglichkeit unter Einstellungen hier nochmal Handelseinstellungen, dann Pro Realtime anzuklicken. Und hier sehen wir, dass wir die Möglichkeit haben, Pro Realtime zu aktivieren für mein Live-Konto, aber auch für mein Pro Realtime Demo-Konto, um auch ein bisschen da schon mal ein bisschen zu probieren, zu schauen, wie diese Plattform funktioniert. Jetzt ist eine Sache, Pro Realtime ist ein eigenständiges Unternehmen und ist normalerweise kostenpflichtig. Für Kunden von IG, die regelmäßig handeln, wird Pro Realtime kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ansonsten, wenn man jetzt gar nicht handelt, dann könnte eine Gebühr von 30 Euro berechnet werden. Weitere Informationen oder Fragen dazu wird auch mein Kollegenteam in der Kundenberatung Ihnen Betreuung durchaus dann noch weiterhelfen können. Wie gesagt, Sie können es, macht ja Sinn, wenn Sie aktiv handeln, dann haben Sie auch Pro Realtime natürlich kostenfrei. Wenn Sie jetzt da einfach nichts tun, was ja keinen Sinn macht, dann kann es dazu kommen, dass man diese Gebühr bezahlt. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben dazu, gerne auf meine Kollegen eingehen. Jetzt gehen wir doch mal auf Pro Realtime ein. Und hier sehen wir schon mal was ich eigentlich sehr gerne nutze, ähnlich wie Wim. Was ich mache ist, ich nehme mal die Bumidi-Bänder erstmal raus. Also, was ich sehr gerne mache, schon mal von vornherein, ich schaue mir an, wo liegt die gestrige Tagesspanne? Haben wir eigentlich, Wim macht es ähnlich, ja? Vortags hoch, vortags tief. Was ist heute passiert? Wir sind hier im 15-Minuten-Chart im S&P 500. Wir starten mit einer Kurslücke nach oben, testen sofort das Vortagshoch, scheitern aber aufgrund von Schwäche einen Pullback in Richtung dieses gleitenden Durchschnitts und zack, mit Karacho brechen wir das Vortagshoch durch und bedeutet, dass wir hier durchaus jetzt einen weiteren Trendtag sehen. Also, dass wir hier durchaus weitere Impulse an der Oberseite sehen können. Wie weit werden diese reichen kurzfristig? Gute Frage. Dafür, jetzt haben wir jetzt ganz einfache Matrix, Vortagsdaten hoch und tief genommen. Was wir jetzt noch hinzutun, ist hier jetzt die Bumidi-Bänder. Was zeigen die mir an? Das erste, oder ihr könnt ganz einfach Indikatoren hinzufügen und dann hier nach den Bumidi-Bändern suchen in der Pro-Realtime-Plattform und dann findet ihr hier Bumidi-Bänder. Und die Bumidi-Bänder, wenn wir uns mal das jetzt anschauen in der Anpassung, die kann man, und das wird bald noch einfacher sein, dass man jegliche Dezimalzahl einzahlen kann. Sigma 1, 68%, Sigma 2, 95%. Was bedeuten diese Einstellungen? Zu 68% erwarten wir, dass der auf Basis der impliziten Volatilität, denn die Bumidi-Bänder bestimmen sich aus dem Schlusskurs des gestrigen Tages und dem Schlusskurs des Volatilitätsindex VIX. Diese beiden gemeinsam bilden meine erwartete Bandbreite, zum einen auf einem Sigma, also zu 68%, oder sogar zu zwei Sigma, 95%. Bedeutet, in der Wahrscheinlichkeit, in der Historie,
dass wir überwiegend eigentlich in dieser Range bleiben. Die meiste Zeit bewegen sich Märkte in Seitwärtsphasen. Ja, und wir müssen diese Trends erkennen. Und was wir hier sehr schön sehen können, ist heute zum Beispiel, was ich immer mache, am Anfang 15.30 Uhr handle ich erstmal gar nicht. Ich schaue mir an in meiner Checkliste, wo ist das Vortagshoch, wo ist das Vortagstief. Ich warte die erste Stunde ab, die sogenannte Initial Balance. Limit Orders aus den Abend kommen noch rein, Imbalances aus der Nacht. Ja, lass diese hier erstmal schön sich abbilden. Dann haben wir die erste Stunde um und schau mir dann an, liegen wir in der Vortagsspanne, liegt die Vortagsspanne innerhalb der Bumidi-Bandbreite oder nicht? Ganz wichtiger Punkt, denn um zu erkennen, wie wir es heute sehen, das Vortagshoch und das obere Bumidi-Band lagen hier fast gemeinsam aufeinander. Das kann durchaus bedeuten, was ja der Fall war, der Bruch des Vortagshoch könnte heute rasch nochmal als nächstes das obere Bumidi-Band in Angriff nehmen. Und das haben wir heute gesehen. Ich nutze gern die Bumidi-Bänder zum einen, um Reversal zu handeln, aber auch, um so Trendtage wie diesen hier gestern ganz klar zu nutzen. Wir sehen hier, ähnlich gestern, Vortagstief wurde direkt mit der Kurslücke besprochen. Das sehen wir jetzt nicht, weil ich bilde mir hier immer nur das Vortagshoch und Vortagstief von gestern einfach mal an. Aber wenn wir es jetzt historisch sehen könnten, hier lag das. Wir brechen nach unten hin, ja, ziehen hier drunter, brechen auch das untere Bumidi-Band mit einem Pullback, der scheitert, und setzen diesen Abwärtstrend fort. Gut, jetzt hätte man natürlich die Frage stellen können, das erste Bumidi-Band wurde gebrochen, wie weit geht es denn noch weiter? Und hier sehen wir gestern, wenn wir das hier nochmal einzeichnen, dann sehen wir die 95%ige Bandbreite. Zu 95% erwarte ich, dass wir in dieser Bandbreite schließen. Und was haben wir gestern gemacht? Wir haben kurz vor dem zweiten Bumidi-Band, ja, die Drehung gesehen, die dann nochmal leichte Impulse zurückgebracht hat. Ich zeige das mal auch ganz kurz oder nicht nur auf Basis der Bumidi-Bänder. Was wir sehr gerne auch machen, da seht ihr, wie mächtig ProRealTime ist. Nutzt es gerne auch im Demokonto. Ich nutze, was ich immer sage, es gibt tausende Indikatoren. Gute. Ich will gar nicht sagen, dass der eine schlecht oder der andere gut ist. Es kommt auf den Mix an. Vor lauter Bäumen kann man den Ausgang des Waldes nicht sehen. Wenn ich mir jetzt hier 1000 Indikatoren reinklatsche, am besten alles Trendfolgeindikatoren und dann am Ende wir in einer Seitwärtsphase sind, ja, was mache ich dann? Das heißt, wichtig ist für mich, dass ich einen Volatilitätsindikator dabei habe. Zum Beispiel, Wim hat ATR vorgestellt. Auch gut. Ich nutze gern den Keltner-Kanal. Ja, Ausbrüche außerhalb des Keltner-Kanals. Wenn wir oben ausbrechen, Long-Signal. Wenn wir unten ausbrechen, Short-Signal. Ich nutze dann noch einen Oszillator, relative Stärke-Index, auf 34 Perioden. Dabei achte ich aber auf die Grenzschwelle 48,5. Liegen wir drunter, tendenziell bärisch. Liegen wir drüber, tendenziell bullisch. Ja. Als weiteren Indikator, einfach gehalten, natürlich nutze ich auch gerne Volumenprofil, aber hier jetzt mal ganz Beginner einfach OBV-Volumen. Ja, sehen wir hier Divergenzen zwischen der Kursentwicklung, wird durch das Volumen, stetige steigende Volumen oder fallende Volumen, auch eigentlich die Trendbewegung bestätigt? Wenn ja, ist das durchaus von Stärke, ist hier von Stärke zu sprechen, sind Divergenzen zu erkennen. Ja? Steigt das Volumen, wohingegen der Kurs fällt, könnte das zum Beispiel eine bärische Divergenz in Folge haben. Also was ich sagen will ist, dass man natürlich bei Indikatoren darauf achtet, da auch schon anzufangen zu diversifizieren, zu sagen, ich nutze einen Volatilitätsindikator, um Schwankungen zu messen, ob es die Bumidi-Bänder sind, die ATR ist oder ein Keltner-Kanal. Ich nutze einen Oszillator, ich nutze eine Volumenindikatoren, um daraus dann eigentlich meine Anhaltspunkte, meine Trading Idee und Entscheidung letztendlich auch zu treffen. Ich gucke noch mal in die Chatbox ganz kurz. Wim, wenn du gerne noch was hast, was du gerne sagen willst, also deswegen, ich schätze dich ja, ich war ja früher noch, war ich noch gar nicht bei IG, aber es ist sehr interessant, gerne mal Wim zugeguckt, und da sind wir auf die Ähnlichkeit. Schaust auf Volatilität, das freut mich immer, und auch die Erkennung von schlechter oder, ich würde mal sagen, Seitwärtsphasen, was ich echt denke, dass eine von den großen Herausforderungen ist für alle Trader, um zu erkennen, jetzt habe ich echt, ich würde mal sagen, eine Opportunität, oder jetzt soll ich besser die Finger davon lassen. Ich denke, das ist etwas,
dass die Leute vielleicht heute mitnehmen können. Und ja, beantworte auch später über meine Website und so weiter gerne alle Fragen. Eine Frage an dich habe ich noch. Was hat das mit der Wolke bei Wim auf sich? Was die Wolke eigentlich ist, das ist das Superwahlsystem. Das ist eigentlich es ist ähnlich wie die EMA 20, aber in zwei korrelierte Dimensionen. Viele Leute schauen sich verschiedene Charts an. Was ich gemacht habe, zum Beispiel eine Minute und fünf Minuten, was ich gemacht habe, ist, ich habe eigentlich die Informationen von diesen beiden Charts nicht nur Trend oder starke vom Trend oder Trendrichtung und so weiter, kombiniert auch mit Momentum und Volatilität. Und man sieht zwei korrelierte Dimensionen in einem Chart. Das bedeutet, dass man eigentlich, was die Richtung angeht, an dem Augenblick sich nicht mehr irren kann. Die Frage ist nur noch, soll ich jetzt handeln, ja oder nein? Aber da habe ich dann bestimmte Signale rein programmiert. Das sind 9 Algorithmen, die eigentlich Trader helfen, um bestimmte Bewegungen, Opportunitäten zu erkennen. Und auch noch das Wichtigste, aber das finden die meisten nur später raus, um zu sagen, hey, hier soll ich besser die Finger davon lassen. Danke. Ich gehe noch mal kurz wichtige Fragen durch. Nachdem ich ProRealTime aktiviert habe, wie komme ich dann in das Fenster, wo Sie gerade sind? Also wenn Sie aktiviert haben, dann öffnet sich, dann wird sich noch mal eine Installationssoftware mit, die runtergeladen wird, die Sie dann einfach nur noch öffnen müssen. Dann würde sich eigentlich nach der Installation das ProRealTime-Fenster öffnen, beziehungsweise, ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, öffnet sich so eine Leiste, die Sie hier sehen, in der Sie dann natürlich Dateiansicht, Trading, die Märkte raussuchen können. Wenn Sie da noch mal Fragen haben, schreiben Sie mir gerne, dann kann ich Ihnen da vielleicht schrittweise noch mal zeigen, wie Sie das öffnen sollte, aber eigentlich relativ einfach von der Hand gehen. Ab wann wird man Knockout-Zertifikate bzw. Turbo 24 über ProRealTime handeln können? Ihr Kundenservice sagt schon seit 2 Jahren, dass man daran arbeite. Ja, wir arbeiten daran und ich kann Ihnen jetzt noch nicht genau sagen, wann, aber wir sind, wenn das Topfschlagen wäre, ist es sehr, sehr heiß. Und das ist jetzt nicht einfach nur gesagt, um Sie zu trösten in der Hinsicht, sondern wir sind da wirklich auf der letzten Meile. Und finde ich auch gut, dass das gefragt wird. Das ist nämlich ein Kundenwunsch gewesen, an dem wir gearbeitet haben. Und da sehen Sie, dass wir da natürlich auch alles für tun. Jetzt war hier noch eine Frage. Bei den Kassamärkten sind die Bumidi-Bänder nicht verfügbar? Ich würde meinen schon. Ich habe jetzt hier den DAX-Kassa ausgewählt und da die Bumidi-Bänder mit eingefügt. Sollte eigentlich in der Regel funktionieren. Ich habe für sämtliche Indizes hier die Bumidi-Bänder entwickelt. Also die Bumidi-Bänder kann man für hier auf ProRealTime erstmal nur für Aktienindizes nutzen, auf TradingView sogar auch für Gold und Öl. Aber hier seht ihr ja, das sind alles Kassa-Indizes, die ich hier in der Liste habe und auf denen die Bumidi-Bänder anwendbar sind bei ProRealTime. Sie können mir das gerne auch separat noch mehr per E-Mail zu senden. Würde mich freuen, ich habe ein ID-Konto parallel eben die Einstellungen vorgenommen. Was sollte ich nochmal Ihnen per E-Mail schicken? Das ist mir jetzt so ein bisschen untergegangen, kann ich aber gerne machen. Ich habe bereits ProRealTime, aber Bumidi-Indikator gibt es keinen. Es sollte, also wenn Sie die IG ProRealTime-Plattform haben, dann haben Sie die Bumidi-Bänder. Wenn Sie ProRealTime einfach selber jetzt nicht über den IG-Zugang haben, dann werden Sie da die Bumidi-Bänder nicht finden. Dann finden Sie die nur auf TradingView in einer anderen Plattform. Bumidi-Bänder in ProRealTime ist exklusiv für IG-Kunden bzw. für den ProRealTime-Zugang, den Sie über IG erhalten. Und dann, das sollte jetzt eigentlich so sein, in ProRealTime Version 12, wie ich es hier zeige, Indikator hinzufügen
und dann danach suchen, dann würden Sie die Bumidi-Bänder eigentlich auch hier finden. Gut, wir sind in der Zeit, Wim. Das ist belgische Pünktlichkeit, würde ich sagen. Und Timing trotz des kurzen Freeze. Aber das gehört dazu, das ist leider so. Technik ist mir auch schon passiert. Aber wir haben doch alles in der Zeit geschafft. Und ja, danke well, feiner Abend. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Zuschauer. Vielen Dank. Geben Sie uns gerne nochmal Feedback. Wird mit Sicherheit noch, das ist nicht das letzte Webinar mit Wim und ProRealTime. Wir beide sind alte Hasen in ProRealTime, eher noch länger. Und wir wollen Ihnen da gerne unsere Eindrücke geben. Deswegen schreibt uns gerne, gibt nochmal Feedback bei der Kundenbetreuung. Wenn wir, all das werden wir nutzen, um natürlich bestmöglich für Sie den ja, Webinare anzubieten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Gleiche gilt auch für dich, Wim. Bis bald. Schönen Abend alle. Danke, Sarah. Ciao, ciao. Ciao.